So, ich bin daheim gerade auf dem Acker. Dann zweite Waage Mischfahrer. Ich filme jetzt mit dem Handy, weil ich mein GoPro dabei habe. Dann erstmal den Streier versenkt, mitsamt dem MB. Dann schon da ein Dreieck abgebaut zum Ziehen, da man anhalten kann. Dann sieht man es. Ein bisschen feucht. Aber da ist alles gut gegangen, bei dem Stück jetzt da rein. Zack, nein, der Dreck. Streier ist ja natürlich auch eine Folge. Ja. Muss ich auf den Abschleppdienst warten. Ja, so sieht es jetzt aus. Jetzt weiß ich natürlich noch heute, wenn ich jetzt da wieder rauskomme. Ist das da auch so ein nasses Loch? Oder ist vielleicht noch mal so schlimm? Da haben sie die meisten auch. Eigentlich haben wir jetzt auch extra Welle noch. Aber, ja, weiß ich nicht. So, Abschleppdienst ist auf dem Weg. Leider rät der Schlepper, das ist halt so gleich auch kein Wert. Ja, ich weiß nicht, wie gut das mit dem Handy filmen geht und tonmäßig, wie das jetzt ist. Schauen wir nachher. Zeit hat er dabei. Mal gucken wir mal, wie das so läuft. So, jetzt sind wir mit dem GoPro. Sind wieder raus. Wir sind jetzt auch mit der Steine auf die Wiese. Weil es so frei ist. Heute haben wir wieder Samstag. Und zwar habe ich zwei Wagen voll Heu aufgeladen. Den verkaufen wir wieder. Da stand aber noch unsere Walle. Heu hinten und Stroh vorne. Man sieht das Fliesen nicht mehr das Beste beim Stroh. Ja, aber so sieht es jetzt aus. Geladen ist. Dann fahre ich jetzt mal zu. Da stehen noch so ein paar Sachen, die auf dem Ballenwagen waren. Muss man nachher wieder draufstellen, dass wieder alles unter Dach ist. Ja, gut. Ich fahre jetzt los. Schönes Wetter heute. Kann man nichts sagen. Finger kann ich noch geholt heute Morgen. Ich habe jetzt nichts gefilmt. Da tut mein Vater wahrscheinlich streien. Ja, aber soll er nachher auch noch.
Hinter können wir nichts erkennen, meine Scheibe wird dann immer noch. Ja, bis dahin ist jetzt dunkel. Was jetzt noch kommt, also wir hoffen, dass es dunkel und war jetzt ein Gleichgewichtsstart gerade. Was jetzt noch kommt, sind 1,5 Hektar Bolzen, dann 2,5 Hektar Bolzen, dann nochmal 60 Hektar Bolzen und nochmal 70 Hektar Winkel. Das muss ich jetzt nochmal gut drauf lernen. Hoffen wir es. Und auf dem Auto ist das der Auto hinten noch die letzte A-Gasse. Die kommt da rein. Ja, die hintere Scheibe wäre jetzt natürlich wieder praktisch, aber ja, sollten wir halt mal machen. Oder? Morgen vielleicht. Ja, okay. Ja, ich denke, das war es dann auch wieder von dem Video. Ich habe euch noch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht, die habt ihr jetzt natürlich schon gesehen. Ich schneide die vorher rein vom Dingerschrei halt. Ja, in dem Fall bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen.